Hallo Freunde. Auf der verlassenen Straße, die nach Hause führte, regnete es stark. Der junge Mann ging schweigend, seine Schultern waren schwer von den Sorgen des Lebens. Seine Augen folgten jedem müden Schritt, hielten dann aber plötzlich inne, als er eine kleine Katze zusammengerollt unter einer alten Veranda sah. Sein Körper zitterte, war nass und schien keine Kraft mehr zu haben, sich aufzurichten. Als er die Katze sah, die jeden Tag ums Überleben kämpfte, hatte der Junge das Gefühl, er sähe sich selbst zwei Wesen in der gleichen Situation. Dieses erbärmliche Bild machte es dem Mann unmöglich, ein Auge zuzudrücken. Sobald es sich der Katze näherte, rannte das Tier mit aller Kraft weg, als hätte es Angst vor etwas. Es schwankte, aber die Krankheit beeinträchtigte seine Fähigkeit, normal zu gehen. Beim Anblick dieser Szene konnte der Junge nicht anders, als traurig zu sein. Er bemerkte den vorübergehenden Aufenthaltsort der Katze nur eine zerfetzte Pappschachtel, die nicht stark genug war, um sie zu schützen. Der einzige Ort, an dem sein Vorbesitzer es verlassen hatte, war nun nicht mehr als eine Falle, ohne Schutz vor dem grausamen Wetter. Er versteht, dass die Katze nicht nur mit Krankheiten zu kämpfen hat, sondern auch mit der Gleichgültigkeit der Welt um sie herum. Da er die Katze nicht noch länger leiden lassen wollte, beschloss er, sie in die nächstgelegene Tierklinik zu bringen. Hier untersuchten Tierärzte schnell den Zustand des Tieres. Die Nachricht war nicht sehr positiv, die Katze litt an einer Reihe schwerer Krankheiten, aber die Krankenhauskosten waren für die finanziellen Möglichkeiten des Mannes zu hoch. Angesichts einer schwierigen Entscheidung gab er nicht auf und bat die Gemeinschaft sofort um Hilfe. Glücklicherweise berührte die Freundlichkeit des Jungen die Herzen vieler Menschen und gab der Katze im Gegenzug eine weitere Chance auf Leben. Dank der Hilfe aller konnte das Tier schnell zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dann tauchten nach und nach jedes noch so kleine positive Zeichen auf. Auch wenn die Genesung noch lange nicht abgeschlossen ist, freuen sich alle sehr darüber, dass das Tier langsam wieder zum Leben erwacht.